Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier geht es um Autismus und heute um das Thema Zwangsstörungen. Der Autismus kommt selten allein, könnte man sagen. Zwei Drittel aller erwachsenen Menschen im Autismus-Spektrum haben zusätzliche psychische Störungen. Und zwar im Durchschnitt sogar 2 bis 3. Zu den häufigsten zusätzlichen psychischen Störungen gehören die Zwangsstörungen. Dabei sind die nicht einfach zu erkennen. Es ist oftmals nicht einfach zu entscheiden, ob eine Verhaltensweise dem Autismus zugeordnet werden kann oder ob es etwas Zusätzliches ist, nämlich eine Zwangsstörung. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Person im Autismus-Spektrum besteht immer darauf, dass alle Schubläden und alle Türen geschlossen sind. Autismus oder eine Zwangsstörung? Die Frage können wir nur dann beantworten, wenn wir die zugrunde liegende Motivation kennen. Menschen im Autismus-Spektrum lieben aufgrund ihrer anderen Struktur des Gehirns Vorhersehbarkeit noch stärker als neurotypische Menschen. Sind alle Schubläden und alle Türen geschlossen, ist das Umfeld in diesem Fall vielleicht stärker vorhersehbar. Man weiß genau, wie es aussieht. Das wäre Autismus. Liegt dem Verhalten allerdings eine Angst zugrunde, die versucht wird, mit dem Verhalten unter Kontrolle zu halten? Befürchtet also jemand, es könnte durch die Tür jemand Unbekanntes eintreten oder man könnte durch die Schublade könnte abstürzen beispielsweise? Liegt dem Verhalten also eine Angst zugrunde, die man versucht, damit zu bewältigen, dann ist es eine Zwangsstörung. Und zwar dann natürlich, wenn dieses Verhalten dauerhaft auftritt. Zwänge sind angstvermittelte Rituale. Verhaltensweisen, die immer wieder angewandt werden, weil immer wieder eine Angst aufkommt. Die häufigsten Zwänge sind Waschzwänge, denen die Angst zugrunde liegt. Man könnte sich kontaminieren oder jemand anders anstecken. Oder Kontrollzwänge, bei denen immer wieder kontrolliert werden muss, ob alle elektrischen Geräte ausgestellt sind, ob die Fenster geschlossen sind, die Wasserhähne aus sind. Viele Menschen im Autismus-Spektrum haben aber auch Ordnungszwänge, also bestimmte Sachen müssen in einer ganz spezifischen Art und Weise angeordnet werden, exakt auf Kante, exakt im rechten Winkel, weil sie sonst befürchten, dass irgendetwas passiert. Das Erstaunliche ist, dass wir von außen oft diesen Zusammenhang zwischen der angstvoll erwarteten Konsequenz und dem Verhalten gar nicht herstellen können. Also manchmal ist die Angst, man könnte den Arbeitsplatz verlieren, wenn man nicht alle Sachen in der Wohnung exakt im rechten Winkel anordnet. Dabei gibt es zwischen den beiden Ereignissen wahrscheinlich gar keinen Zusammenhang. Also, die Handlungen sind für andere Menschen nicht unbedingt rational und oftmals auch nicht für die Person selbst. Das heißt, sie wissen, dass das Verhalten nicht sinnvoll ist, können es dennoch nicht lassen, weil sonst die Angst übermächtig wird. Angst ist also bei den Zwangsstörungen ein ganz wichtiger Aspekt und das ist manchmal auch das, was wir beobachten können, wenn sich die Person dazu nicht äußern kann. Vorhersehbarkeit zu schaffen, also Verhaltensweisen, die zum Autismus gehören, die schaffen durch ihre Sicherheit Entspannung, ein Wohlgefühl, manchmal sogar Genuss. Zwangshandlungen sind überhaupt kein Genuss, weil die haben ganz viel mit der Angst zu tun. Jetzt haben wir bei den Zwangsstörungen für die Zukunft immer 3 Perspektiven, auch ungefähr statistisch mit 1/3 besetzt. Bei 1/3 verschwinden die Zwänge wieder. Wunderbar. Bei 1/3 bleiben die stabil. Damit kann man sich oft noch arrangieren. Aber bei 1/3 weiten sie sich auch aus im zeitlichen Umfang und in der Energie, die aufgewendet werden muss. Und das kann dann dazu führen, dass eine Person überhaupt nicht mehr zur Werkstatt oder zur Arbeit gehen kann, weil sie immer alles wieder neu anordnen muss.
Da braucht es unbedingt interdisziplinäre Hilfe. Das heißt, das ist nicht mehr mit Pädagogik alleine zu handhaben, wobei schon empfehlenswert wäre, dass auch die zweite Variante, das heißt also, dass Zwangsverhalten tritt überhaupt auf, interdisziplinär begleitet werden würde, weil ständig unter einer Anspannung und Angst zu leben natürlich eine ganz schlechte Lebensqualität ist. Also noch einmal, eine Verhaltensweise könnte sowohl zum Autismus gehören und hier etwas mit dem rigiden Verhalten zu tun haben, so wird das in der Medizin definiert. Das hilft, Vorhersehbarkeit zu schaffen. Auf der anderen Seite könnte es eine zusätzliche Zwangsstörung sein. Leider steht es an dem Verhalten nicht dran. Deshalb ist es auch oft schwer zu unterscheiden. Wir können immer nur befragen und beobachten, was die zugrunde liegende Motivation und Emotion ist. Aber natürlich haben nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum Zwangsstörungen. Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.